Ah, okay. Wir haben ja neue Sachen bekommen. Lustig, dass das nicht angezeigt wird. Geisterklinge. Kriegsmachete-Fertigkeit. Eine Geheimtechnik, die alles vor ihr Liegende zerschneidet. Ein alter Murksa war monatelang in einer Höhle vermisst und kehrte zurück, nachdem er diese Technik gemeistert hatte. Okay. Blitz. Quatsch. Schlummerpfeil. Reißerepetiergewehrfertigkeit. Mit einem starken Schlafmittel getränkter Pfeil, der das Ziel beim Aufprall bewusstlos macht. Von einigen Trappern als unlauter angesehen. Unlauter? Jetzt kommt da wieder so ein Ding. Ich lass das mal gerade vorbeifahren. So. Das hört man sogar voll übel auf der Tonspur. Handgranate, Geheimfertigkeit. Fertigkeit. Ein tragbarer Sprengkörper, der nach Wurf beim Aufprall detoniert. Die selondische Armee verließ sich auf sie, als allein schon ihre Wucht Aufruhr erregte. Also die Geisterklinge? Hört sich ja schon sehr geil an. Nehmen wir mal die. So. Ah, da haben wir einen Kern gefunden. Ganz vergessen. The cores. They remember. That's why this place is coming together. That's why things are gonna be all right. Deshalb wird alles gut werden. So, wir können ja was Neues bauen. Kann man das hier kaputt machen? Nee. Fundament. Well, look what we have here. Okay. Pläne für ein Bauwerk, das vergangen, also die Gedenkstätte. Pläne für ein Bauwerk, das vergangene und zukünftige Errungenschaften aufzeichnet. Okay, fehlt nur noch ein Platz, um sie zu bauen. Ein Andenken an die Katastrophe, indem wir der Vergangenheit Tribut zollen, wappnen wir uns besser für die Zukunft. Fundbüro. Pläne für eine Einrichtung, die eine Reihe wertvoller Objekte aufbewahren und wiederherstellen kann. Fehlt nur noch ein Platz, um sie zu bauen. Die Katastrophe hat die alte Welt in Stücke gerissen, aber in der Bastion können selbst die kleinsten Fragmente wiederhergestellt werden. Wir nehmen mal das Fundbüro. Neue Artikel vorrätig. The lost and found. Here, Kid takes fragments of the old world and makes them whole again. Ach, man kann das kaufen. Murksa-Schlitzer, eine blitzschnelle Abfolge von Hieben, die selbst zäheste Panzer durchdringt. Die Herkunft dieser Technik ist umstritten, aber ihre Wirksamkeit ist es nicht. Etwas Grobes. Ein Aufwertungsmaterial für eine bestimmte Waffe. Eine Spule aus einer Edelstahllegierung, die von Maschinisten bevorzugt wurde. Hauptsächlich bei der Herstellung von Munition und Schusswaffenmechanismen verwendet. Etwas Fieses haben wir schon. Scharfes, sehniges, etwas Schweres. Das haben wir, glaube ich, auch schon. Bronzefernglas. Ein Andenken, ein tragbares Teleskop zur Sternbeobachtung. Der Abendrotpfad bot einst atemberaubende Blicke auf den Sternenhimmel. Berge und das Meer, jetzt sind nur noch die Sterne übrig. Ich hoffe mal, dass wenn wir das kaufen, dass wir dann noch mal dahin können. Aber ich glaube nicht. Spirituose, Waldbräu. Plus 25 Schaden bei Anwendung von Geheimfertigkeiten. Wurde zuerst von Seeleuten gebraut, um sie durch eine Gewässer zu, um sie durch raue Gewässer zu bringen. Rauchig frische Note. Ach, fischige, Entschuldigung. Rauchig fischige Note. Bäh. Ach, Bastionsbourbon. Gesundheitstonikum, völlige Wiederherstellung der Gesundheit. Plus 2 Gesundheit-Tonikumseigenschaften. Bräuger. Nee. Bräu.
Lippe. Was? Bräuigender? Was ist das denn? Bräuigender? Heißer Kräuteraufguss mit regenerierenden Eigenschaften. Dezent Zitrus- und Beerennote. Dezente. Egal. Tölpelkopflikör. 100% Schaden beim Konter mit dem Stierkopfschild. Der bittere, ledrige Geschmack kommt von den verwendeten Tölpelkopfschuppen. Soll die Reflexe verbessern. Aber was? Ab? Abart Absinth. Okay. Und eine Spirituose. Automatische Zurückschlagen bei Verletzung. Boah, das ist aber geil. Trübes, durstlöschendes Getränk, das aus Stechkrautnadeln gewonnen wird. Das Heraufwürgen der Nadeln verstößt gegen den guten Ton, ist dabei effektiv. Okay, das war's. So. Bronzefernglas oder Abart Absinth? Ich glaube, ich nehme erst den Absinth. Warum wieder herstellen? Kapiere ich nicht. All it takes is some fragments. And the Bastion makes it good as new. So, und beim nächsten Mal holen wir uns dann das Bronzefernglas. So, dann tun wir das noch ausrüsten. Geschwindigkeit bei der Verteidigung. So. Stay absinthe is like drinking a cool breeze. Just don't go spitting needles everywhere. Okay. Dann können wir ja weiter, ne? Ja. We tracked down a couple more cores near the edge of the city. Okay, Obstgarten der Pyth? Keine Ahnung. Er müsste sich beim Schrein des Gottes von Aufruhr und Ordnung verbergen. Vor Zunderstein, kerngeordnet, zu ärgerlich, dass er sich im sichersten Fort der Stadt befindet. Ich will da nochmal hin. Abendrotpfad. Obstgarten? Der Obstgarten hört sich schon sehr geil an. There's Pith Orchard, built in honor of the bull, and folks like Zulf, who pray to him. Pith, also Obstgarten der Pith. Fliegen wir da mal hin. No use praying to the gods these days. No time for it either. Obstgarten der Pith. Okay. Kid says a little prayer anyway. Couldn't hurt, right? Wie du meinst. Der Baum ist voll hübsch. Das ist sowieso voll hübsch hier. So, links oder rechts? Pith Orchard. Place is a dead end in more ways than one. Eine Sackgasse in jeder Hinsicht. Folks used to make pilgrimage here to pay their respects to Pith, the bull. Das hier sieht mir so danach aus, dass das hier nicht der richtige Weg ist. Well, the gods are long gone now. And the Orchard Core is long gone too. Seems Pith ain't much of a watchdog. Well, no use turning back just yet. Das kann Sinn jetzt schon umzukehren. Doch, hat's wohl. Ich will wissen, was da oben ist. Ich mag das nicht, wenn es mehrere Wege gibt. Ich mag schlauchige Level. Ah, okay. Können wir nicht lang. Gut. Ich dachte, die könnten mir aufheben oder so. Ich habe Angst vor dem Ding. Boah, Zaun kaputt machen. Ich weiß gar nicht, hört man das klicken? Ja, ich glaube, das hört man das klicken. Und das Auto hört man natürlich auch.
kid gives that old bull what's coming to him. Ich dachte mir schon, ja, das bringt überhaupt nichts, dass du die kaputt machst. Ich will die aber kaputt machen, weil ich sonst sehr unbefriedigt bin. So, Mann, jetzt gibt es hier schon wieder zwei Wege, ey. Oh. Oh, was ist das denn? Das ist ja voll niedlich. Plüschpiff. The gods don't care about trinkets, but the kid ain't no god. Ein Plüschpiff. Ein Andenken. Ein ausgestopftes Ebenbild des Gottes der Aufruhr und Ordnung. Nachdem die Bewohner Salonias mehr auf sich selbst gestellt waren, zeigten sie wenig Furcht vor ihren Göttern und nahmen sie in ihr Alltagsleben auf. Das sieht voll putzig aus. Pith stood for something once. Something real. In time, though, the bull stopped being a symbol and started being decoration. Okay, hier sind Äpfel. He couldn't even save his loyal subjects. Also an sich mangelt es mir ja nicht an den Objekten, um Sachen zu verbessern. Mir mangelt es eher an Geld. Wollte ich jetzt nur mal so gesagt haben. Ich möchte das Stück Zaun, den Stück Zaun, das weiß ich nicht, kaputt machen. So. Was ist das? Etwas Grobes. Ja, das hat mir eben schon mal vorgelesen. Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Nee, da gehe ich nicht lang, da falle ich eh wieder nur runter. Oh, Blümchen! Kann man die kaputt machen? Pith makes a decent scarecrow at least. Vogelscheuche. Ein Erdbeben. Ach, die kann man auch kaputt machen, die Dinger. Wow, wow, wow. Fuck! Oh fuck. Das war voll heavy. Was ist das? Ich muss hier erst noch den Zaun kaputt machen. So what'll it Ach, Mann. Invoke the gods or tell them off. Zum mal Beiruf, ich hab das leider nicht. Kid don't need favors from the likes of Pith. Well, if the gods are alive, they must be plenty sore. Mag diese Musik. Noch mehr Kampf. Also stört mich echt, dass das die gleiche Taste ist. Götze nicht verfügbar. Ich kann ja auch. Doch, kann ich wohl machen. So. Feinde wachsen schneller, um sich in den Zuschlagen zu können. Das Apfel des 5 Wund. Hey!
Piv. Kreaturen werden stärker. Aber ich krieg 10% mehr XP. Okay, mach mal einfach mal.